Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, als nächstes in der Runde wieder ein Blick auf Shop Heroes. So, meine nächste Stufe 15 Stoffbehälter ist jetzt abgeschlossen. Und ich habe ein weiteres Item hergestellt. Und zwar eine weitere Fusion für das Heilmittel. Das war Elfenheilmittel. Schon mal vorbereitet auf das nächste Epische, wovon ich ja dann entsprechend 4 Stück davon brauche, um die jetzt zu fusionieren. So, was ist aktuell los? Es ist aktuell ein sehr interessantes Event wieder aktiv, und zwar das Unbreakable Event. Das heißt, meine Ausrüstung kann nicht kaputt gehen und deswegen bin ich im Moment mittendrin. Genau, hier habe ich jetzt schon die erste günstige Chance. Hey, ich habe tatsächlich mal mit einem Item Rubine verdient. Nicht schlecht. Da werde ich das gerne nochmal machen, beziehungsweise mal gucken, ob es Nachfragen nach diesen Stiefeln gibt. Weil das Problem ist, ich muss im Moment davon noch, ich glaube, so 32, 33 machen, also hier von diesen Stiefeln. Weil die Schwierigkeit ist momentan bei dem Unbreakable Event, ich habe noch nicht alle Crusader, alle Helden, alle Heroes an der Stelle in dem Status, dass sie ohne Pause eingesetzt werden können. So, machen wir erstmal den Gratis-Dreh. Kein Bogen. Okay, noch 2 weitere Gratis-Drehs. Also weiter geht's. Die 35 wären ja auch nicht schlecht. Schade, knapp daneben. So ein Schlüssel ist auch ganz nett. Also eine Chance noch. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich schon jemals die Diamanten hier bekommen habe. Naja, es wird wieder das Artefakt-Ding, Silberstahl. So, also jetzt erstmal die Leute zurückholen. Die sind natürlich jetzt ausgeruht, weil sie in dem entsprechenden Slot sind. Ihr seht, die sind jetzt in einem normalen Slot und die sind bereits wieder einsetzbar. Das liegt eben daran, dass sie eben jetzt wieder tatsächlich so ausgerüstet ist. Beim letzten Mal konnte ich ja nur davon erzählen. Jetzt bin ich mittendrin, dass ich hier, also er hat standardmäßig minus 50% und eben ein Item, in dem Fall dieser Staub hier. So, wo ist das Heilmittel? Ganz am Ende. Das einzige Problem ist halt, das Ding ist nicht sinnvoll für ihn verwendbar, weil es ist einfach viel zu niedrig. Aber das macht ja in dem jetzigen Events nichts aus. Nur, dass sie halt dann die Set-Boni verlieren. Also deswegen können sie nicht alle Missionen machen. So, der ganze Trupp ist auch komplett so ausgestattet, dass er 100% Nachlass hat, was die Erholungsdauer angeht. Aber das funktioniert nur, solange sie nicht verletzt werden. Wenn sie verletzt werden sollten, dann ist da kein Abzug drauf, weil das funktioniert wirklich nur für die normale Heilzeit, nicht für die Regeneration bei Verletzung. So, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Das war jetzt wieder eine von denen, das war jetzt eine Axtpistole auf Makellos, die ich jetzt mal eben so noch mitgenommen habe. Nicht unbedingt, dass ich die brauchen würde. Weil Level 14 Items sind jetzt für mich schon irrelevant geworden, weil ja meine niedrigste Heroes aktuell bei Stufe 17 sind. Interessant, dass das noch nicht runtergegangen ist. Beim letzten Unbreakable Event sind die Preise ziemlich schnell gepurzelt. Das heißt, ich kann hier erstmal noch ein paar davon ausgeben. Deswegen hatte ich das schon auf bis auf 200 ausgegeben, weil im Moment halte ich mir eine Reserve von 300. Und von den Items her, ihr seht es hier drüben schon, hier in der Übersicht ist es noch ein bisschen leichter zu erkennen. Also ich habe die jetzt hier alle schon wieder auf 700 und teilweise sogar bis zum Maximum hochgepusht und bin jetzt eben dabei, Wüste des Verderbens weiterhin zu beackern. Seuchensee, da werde ich auch noch ein paar machen, ist aber jetzt gar nicht so dringend. Und bei den anderen muss ich gucken, ob die in der Lage sind, überhaupt die Mission zu machen, weil da eben dadurch, dass die Z-Boni fehlen, sie nicht ganz so viel Schaden zusammenbekommen. So, machen wir erstmal noch hier auf jeden Fall auch die Gratis-Runden. Das, was mir dabei aufgefallen ist, ich hatte einfach, um das schnell zu machen, einfach hier mal mit Escape, weiter. Und dabei habe ich tatsächlich dann diesen Bonus verloren. Das heißt, dieser Zähler findet tatsächlich nur statt, wenn ich hier über weiter das Ding mache und nicht einfach mit Escape diesen Dialog überspringe. Ja, also deswegen als Warnung, benutzt nicht Escape, um hier euch irgendwie hier schnell durchzuspringen, sondern verwendet lieber hier eben, damit ihr diesen Bonus, der jetzt kommt,
auch einsammeln könnt, müsst ihr hier euch durchklicken. Führt sonst leider keinen Weg dran vorbei. So, das war jetzt nicht sehr ergiebig. Das waren da gerade mal 2 Siege. Hier ist es auch ziemlich lustig. Ich dachte immer, das hätte mit der Stufe des Siegessacks zu tun. Aber letztlich ist einfach nur der zweite Sack am Tag braucht 20. Nach 24 Stunden ist es wieder auf 10 runtergesetzt. Das heißt, da man ja nur alle 8 Stunden einen kostenlosen Kampf bekommt und man maximal 7 Kämpfe normalerweise gewinnen kann, also unabhängig davon, ob man 3 verloren hat. Wenn man 3 verloren hat, ist es schon früher aus. Das heißt, man kann maximal 7 Siege, also maximal 21 Siege pro Tag machen. Das bedeutet aber, dass man an einem Tag letztlich nur einen Sack wirklich ohne weiteres farmen kann. Wobei die Schwierigkeit natürlich mit den Aufstiegen ohnehin gegeben ist, dass man kaum 7 Kämpfer am Stück gewinnt. Also man gibt wahrscheinlich einiges an Geld aus. Aber bei mir stapeln sich die Säcke sowieso, also nicht hier, sondern an der Stelle. Das heißt, hier ist sowieso mehr als genug und ich verwende die nicht, weil hier sind keine Entwürfe zu erwarten, sondern hier sind meistens nur Items und irgendwelche Artefakte. Hier gibt es wenigstens Entwürfe, wobei ich die jetzt wahrscheinlich alle schon habe, die auf der Stufe zu beziehen sind, weil ich weiß nicht, was das Maximallevel hier aktuell ist. Also die Mondstiefel habe ich inzwischen auch freigeschaltet und die sind nämlich im Moment gerade das, weswegen ich die Dinger bauen muss, um nämlich diesen Bonus zu aktivieren. Weil bisher habe ich hier nur Stiefel, Lancaster, genau, er hat zum Beispiel eins von den Items, also die Mondstiefel haben diesen Bonus aktiviert. Aber die anderen Stiefel haben diesen Bonus noch nicht verfügbar, weil ich noch nicht genug davon gebaut habe. Ich hatte nicht gedacht, dass das Ding so schnell kommt und hatte es deswegen jetzt noch nicht auf dem Schirm bisher. Genau, es sind die für die Bekleidungsleute, also die Mondläufer. Weil das ist auch das Spannende, beziehungsweise ich habe es nicht getestet. Das kann ich gleich mal ausprobieren, weil ich gehe nämlich davon aus, natürlich ist der Modo, ist der Bonus erst freischaltbar. Also im Moment hier, Fähigkeiten, hat sie nur eine Ruhezeitabzug, eben durch dieses Item. Und wenn ich sie jetzt hier mit dem Item, obwohl es schon makellos ist, bekommt sie den Bonus nicht. Das heißt, auch wenn ich solche hohen Items im Shop kaufen würde, solange ich nicht selber bis hierhin das freigespielt habe, kriege ich diesen Bonus nicht. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Mechanik. Das heißt nämlich, man kann im Shop sich nicht einfach mit super Items ausstatten und dann von diesen ganzen Boni profitieren. Finde ich ein gutes Element. Im Gegensatz dazu finde ich ein anderes Element nicht so praktisch. So, jetzt gebe ich ihr erstmal wieder ihre kaiserlichen Sandalen zurück. Weil das, was nämlich ein bisschen schade ist, weswegen ich immer noch bei Level 31 bin und ja schon ziemlich lange auf diesem Level verharre, es ist nämlich so, das, was ich an Items produziere, geht letztlich nur in die, also ihr habt es gerade aufleuchten sehen, das bekommen nur die Hersteller, also hier die Arbeiter als XP, die steigen mit den produzierten Sachen auf, aber für meinen Erfahrungsbonus hier oben spielt das überhaupt keine Rolle. Und das Einzige, was hier für eine Rolle spielt, sind auch nicht etwa irgendwelche Dungeons und so weiter, die ich hier absolviert habe, also oder Sachen, die ich verkauft habe, sondern nur, also der Handelsplatz ist auch irrelevant, sondern nur das, was ich hier an meine Helden kaufe oder verkaufe. Also entweder wenn ich die Items kaufe oder verkaufe, gibt es einen bestimmten Bonus gemessen an der Qualität in Kombination mit dem Preis. Da gibt es keine, glaube ich, exakte Formel, sondern die sind ein bisschen vom Level abhängig und so weiter. Aber eben je höher das Level des Items ist, desto mehr Erfahrungspunkte gibt es und je höher die Qualität des Items ist, desto mehr Punkte gibt es ebenfalls. Und deswegen, da ich im Moment habe ich das Limit, solange ich nicht unter 700 bin vom Lagerplatz her, verkaufe ich, also baue ich nichts und verkaufe den auch nichts. Weil ich eben denen nur die Standard-Items verkaufen will und die anderen Sachen dann für mich verwende, um höherstufige Gegenstände herzustellen. Und da bin ich im Moment sehr stark dabei, hier natürlich momentan die Mondläuferschuhe vorzubereiten. Da packe ich jetzt gleich mal den wieder rein und mache jetzt das sechste Mondläuferstiefelpaar und damit auch das letzte, was ich tatsächlich selber brauche. Aber ich muss halt noch hier, wie gesagt, noch einige herstellen. Ich bin jetzt bei 34 und muss noch 26 produzieren, um diese Fähigkeit freizuschalten.
Deswegen gleich mal die nächsten drei angeworfen. Hier ohne die Vorstufe, weil ich habe jetzt, das ist auch ein Feld, was ich neu freigeschaltet habe, weil ich habe jetzt hier den dritten Arbeitsplatz in einen Verbesserungsplatz gemacht und die nächste hebt sich wieder um 250. Also der letzte hat noch 500 gekostet und der nächste kostet jetzt dann 750. Also es ist schon ziemlich happig, was da eben an Diamanten jeweils notwendig ist und wie selten die halt einfach im Spiel fallen gelassen werden oder halt gefunden werden können. So, dieser Hartholzbehälter, beziehungsweise den Stoffbehälter, das ist der, den ich jetzt absolviert hatte. Im Moment werde ich jetzt aber noch kein weiteres Geld ausgeben, weil so ab 100 Millionen gehe ich dann normal dazu über, eben hier der Ölbehälter wäre jetzt der nächste. Die hier sind jetzt alle auf Stufe 14, beziehungsweise Stufe 13 sind die erst zum Teil. Genau, also zwei sind auf Stufe 14. Und der ist jetzt der letzte, der dann auf Stufe 15 ist von der Reihe und dann fehlt noch die Reihe hier vorne. Also von denen sind es noch 5 Behälter von der eine Stufe davor und das letzte werden dann eben hier unten die 250 Millionen Updates sein, um die letzten auf Stufe 15 zu bekommen. Das wird mich auch noch eine Weile beschäftigen. Zum Glück ist es ja nicht so relevant, dass ich hier aufsteige und auch meine Helden sind aktuell alle wieder an dem Limit und ich habe nicht vor, die momentan weiter zu pushen, weil ich da jetzt ganz gut zurechtkomme und gut sie einsetzen kann, um mir meine Flügel hier zu besorgen, weil das ist für mich immer noch das Item, mit dem sich am meisten aus dem normalen Shop Geld einfach grinden lässt. Und deswegen schicke ich sie jetzt gleich mal wieder los. Also das eine ist der Trupp Gawin kombiniert mit, ich glaube es war Garrett, Kurul, Mila und Palash. Garrett, Kurul, Palash noch dazu. Und wen hatte ich gesagt? Mila, glaube ich, ne? Ja. Also Mila. So, ein Trupp. So, die kommen natürlich eben auch auf die Plätze, wo die nicht automatisch heilen, weil das brauchen sie nicht, sie sind ja eh gleich wieder einsatzbereit, außer sie verletzen sich, aber dann dauert es eh länger. Also der nächste Trupp ist Melina, Klobis, Karal und Theodor. Melina, Karal, Klobis und der Theo. So. Und dann gibt es noch einen kleineren Trupp, der ist Dathos, Albert und Min. So, Dathos. Ah ja, okay, die brauchen noch eine Minute. Das heißt, die schicke ich noch nicht los. Dann geht es jetzt erstmal um den Erholungsplatz Nummer 1. Da geht es jetzt um Odette, Azula, Francesca und Onaira. Also Odette hat den Schutz, damit die Frauen nicht verletzt werden. Dann Francesca, Onaira und Azula war das. Ja. So, und als letztes geht dann Fiora, Irene, Lancaster und Nya. Und gestartet wird mit Fiora, Lancaster, Nya und Irene. So. So, und die anderen beiden sollten jetzt auch da sein. Genau, das heißt, der Trupp ist jetzt auch unterwegs. Und gut, die brauchen im Moment ein bisschen Unterstützung, weil sie halt ohne den Set-Bonus hierfür als kleiner Trupp nicht genügend Bonus zusammenbekommen. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil das Wüste des Verderbens lohnt sich mit 180.000 pro Item doch ganz ordentlich. So, und jetzt natürlich hier in der Taverne. Drei Stufen, dann sind die in wenigen Minuten zurück. Dann brauchen sie gerade mal eine Viertelstunde, um das Ganze zu machen. Jetzt natürlich, weil ich vorher noch keinen Bonus aktiv hatte. Aber sie brauchen dann, ja gut, jetzt brauchen sie natürlich nicht lange, weil standardmäßig brauchen sie insgesamt 50 Minuten für einen so einen Roundtrip. Also auch mit der Erholungszeit dann, wenn die normal läuft. Und das heißt, 50 Minuten bleibt der Bonus dann aktiv und dann ist er ein bisschen kürzer. Das heißt, der normale komplette verkürzt sich dann etwa um 5 Minuten, weil dann brauchen die hier noch 10 Minuten. Wenn der andere Bonus schon aktiv bleibt, weil das, was am längsten dauert, ist die Heilzeit und die Heilzeit verändert sich halt leider nicht mit der Missionszeit.
So, das war es schon fast. Eine Sache, so als Fortschritt. Ich habe jetzt tatsächlich eben mit dem Mondläufer, also alles unterhalb von Stufe 15, habe ich jetzt auch maximiert, beziehungsweise genauer bis Stufe 13. Ich glaube, hier waren, mal gucken, die Stufe 13 ist die Flinte zum Beispiel. Die habe ich jetzt, nachdem ich alle Items, oder im Moment bin ich gerade noch dabei, Stufe 13 ist im Moment der Bereich, in dem ich gerade fusioniere. Das bedeutet, dass ich mir die Mühe mache, alle Items von weiß bis blau, beziehungsweise bei Blau brauche ich ja schon zwei, dann auf makellos zu bringen, von makellos auf episch und das weiter anzuheben, soweit ich halt genug Items habe. Und mit dem aufgelevelten Kessel ist es ja eben möglich, nur noch mit einem Item das bis auf Blau hochzupuschen, dann mit zwei Items makellos zu erzeugen. Und dann schauen wir doch nochmal hier in die Seltenheit. Also und dann episch mit vier makellosen zu erzeugen, legendär mit vier epischen. Und dann ab legendär zu mystisch geht halt leider die Prozentwerte von 100 runter. Das heißt irgendwie 62, 63% oder sowas sind dann leider nur noch möglich, auch wenn ich vier Items oder damit im Endeffekt den Kessel mit fünf Items voll habe, weil der eine wird ja verdoppelt, das eine Item, was ich drin habe. Also von daher sind die mystischen etwas kritischer, aber ich habe inzwischen, ich glaube, drei mystische Items, natürlich von sehr, sehr unterschiedlichen Stufen. Also das Claymore ist das mittlere, das andere ist, glaube ich, ein genau, der Gehstock und das letzte Item habe ich, glaube ich, einem ins Inventar gelegt. Mal gucken, irgendeiner von euch hat, glaube ich, ein mystisches Item verpasst bekommen. Das war es nicht. Genau, hier. Also der Brustpanzer ist das dritte mystische Item, was ich bisher hergestellt habe. Oder die Brüne halt in dem Fall. Und die, ah genau, und doch, es war noch ein Item, weil der Bonus war schon unglaublich hoch, genau hier für die Flöte. Weil normalerweise die Flöte ist vom Level her eigentlich verdammt niedrig, also zu niedrig für ihn, um die sinnvoll zu benutzen. Aber Min hat sowieso eine Kombination von Items, die keinen Set-Bonus ergeben, aber trotzdem sehr hoch ausfallen. Und während die Flöte mit Stufe 12 eigentlich viel zu niedrig ist, ist aufgrund dieser hohen Multiplikator-Boni, ich glaube, das ist das Dreifache vom Basiswert, muss ich gleich nochmal nachschauen. Beziehungsweise ich habe jetzt hier die anderen Flöten habe ich hier nicht mehr. Ja, also dass die 1500 Kampfkraft gibt, ist schon immens an der Stelle. Also insofern sind natürlich die epischen Items so teuer und so schwierig sie herzustellen sind, trotzdem sehr, sehr mächtig. Ich würde noch nicht sagen, dass sie übermächtig sind, weil es erfordert schon einiges an Aufwand, die zu bauen. Auch mit dem jetzt hochgestuften Kessel ändert sich das noch nicht. Achso, genau, kann ich bei Min eigentlich nochmal nachgucken. Also vergleichen wir nochmal, was die andere Stufe ist. Kann ich ja im Shop mal gucken, weil da werden auch die Kampfkräfte angezeigt. Langflöte war 11 bis 20. Dann muss ich ja die anderen nicht anschauen. Also die Langflöte, die 840 ist die gelbe davor. Also es wird nochmal verdoppelt. Ah ne, das ist ja die Langflöte. Moment, ich hatte die Eisenflöte vorhin gesagt. So, was jetzt von ihm natürlich nicht benutzt werden kann, weil die zu weit weg sind. Deswegen kommen die erst deutlich später. Genau, da kommt jetzt schon die Eisenflöte mit 0,9. Genau, und die gelbe Eisenflöte hat 620. Also sie sind schon nochmal fast das Dreifache, also das Zweieinhalbfache von dem Wert vorher. Und ein absurd hoher Multiplikator, wenn man sich irgendwie, nehmen wir mal das Blaue als Vergleich, 372. Also irgendwie das Fünffache von dem blauen Wert. Das heißt, da sind einfach die Multiplikatoren deutlich höher, also sehr, sehr hoch, sodass es sich tatsächlich lohnt, auch so ein Item zusammenzusetzen. Allerdings aus meiner Sicht erst, nachdem ich meinen Kessel jetzt aufgewertet habe. Ich glaube, mit einem normalen Kessel, wenn man tatsächlich fünf Items braucht und auch die blauen schon zusammenkräften muss und nicht direkt einfach mit einem Item herstellen will, kann.
Dann lohnt sich das nicht so sehr, aber es dauert halt auch einfach lange. So, also du bekommst jetzt wieder deine Eisenflöte. Und ja, soweit eigentlich zum aktuellen Stand hier bei Shop Heroes. Wie gesagt, aktuell bis zum 1.3. Also beziehungsweise, das ist nicht gar nicht so lange, weil der erste selber nicht mehr reinzählt. Das heißt, es sind gerade mal noch etwas über 24, also etwa 28 Stunden, weil um 1 Uhr am 1.3. Schaltet es um, weil dann beginnt bei denen eigentlich so der 1.3. und dann ist dann der Bonus schon wieder weg. Also am 3. gilt der nicht, am 1.3. gilt der selber nicht mehr. Also mal schauen, ob ich es schaffe, die Stiefel noch so weit fertig zu produzieren, dass sie dann noch eingesetzt werden können dieses Mal. Ansonsten sind sie halt schon auf Halde verfügbar und ich hoffe, dass ich dann bis zum nächsten Unbreakable-Event dann weitere von meinen Heroes ausstatten kann, sodass auch der Rest. Also bis auf 4 kriege ich im Moment dann alle hin. Also es sind noch 6 weitere, die im Moment nur 50% Erholungsbonus haben. Und da hoffe ich dann, dass diese 6 dann auf jeden Fall eben mit 100% Erholungsbonus arbeiten. Das heißt, sofort wieder zur Verfügung stehen. So, die lasse ich jetzt hier mal weiter werkeln. Da gibt es jetzt nichts weiter zu tun. Und sonst besteht das Spiel tatsächlich vorwiegend aus Idlezeit, indem ich einfach warte, dass diese Timer ablaufen und das ganz gut ist, wenn man da parallel was Aktiveres spielen kann. Also soweit heute von Shop Heroes zum aktuellen Stand und auf zum nächsten Spielen.